Hier ist noch ein Drache übrig und noch 28 Kristalle. Dann werden wir den mal suchen. Hier glaube ich nicht. Toasty. Toasty. Und na komm, jetzt sind wir platt. Ich mag die Hunde gerade irgendwie nicht. Zweimal einen Hund anflammen. Na komm. Wir haben gerade einen relativ ungünstigen Start erwischt. Wir haben kein Sparks mehr. Und genau das passiert, wenn man kein Sparks mehr dabei hat. Noch zweimal verflammt. Nevin. Nasty Nork hat die Artisanenwelt einem seiner gemeinsten Handlanger überlassen. Er soll mal herkommen, dann gibt's eine Grillparty. Pass auf, Sparrow. Toasty hat viele Asse im Ärmel. Alle Drachen gefunden. Hat wieder ausgeklickt. Mäh. Das ist ein Schaf. Schaff mit Stelzen.
Ah, schade. Fast. Aber trotzdem brauchen wir noch mindestens einen Edelstein. Oh, Mensch. Und das war das nächste Leben. Und dann fangen wir nämlich hier unten nochmal an. Und das Level ist auch komplett. Jetzt müssen wir nur noch Tosi einmal, damit die Mauer vom Level aufgeht, besiegen. Und dann können wir nach Hause. Einmal des Parks wieder hochgeheilt. Da war ja nichts drin. Da oben waren wir auch schon. Wo geht's hier lang? Drachi. Thomas. Oder Thomas. Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Ach, das.
Da oben liegen noch ein paar Kristalle. Die Altstadt. Ich glaube aber, ich werde zuerst mal versuchen, hier die Truhe noch zu holen. Und nochmal. Und wahrscheinlich nochmal. Jetzt fehlen noch genau 2 Kristalle wieder, ne? Hier ist nichts, da ist nichts. Danach machen wir noch die Altstadt und dann schaue ich mal, ob ich zum Ende der Aufnahme komme. Da sind die 2. Da hinten runter. Und dann ist wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme erscheinen wird, schon längst mein erster Stream nach ein paar Jahren gelaufen. Weil ich habe ja jetzt auch endlich eine neue Internetverbindung, die deutlich mehr Datendurchsatz zulässt als die alte. Und da kann man dann ja auch mal streamen. Freue ich mich auch schon drauf. Und wir sind hier in der Altstadt und da ist der erste Drache. Ding, ding. Nils. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Da oben sind auch noch welche. Das war ein Leben.
Wer bist du denn? Devlin. Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Ja, hat der eine Kollege gesagt, aber die Tochter, die sah cool aus. Wo ist das? Nee, da oben. Nee. Da ist noch ein Drache. Die sehen ja in der Kristallform alle gleich aus, komischerweise. Elva. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Okay. Irgendwie müssen wir da hoch. Ich glaube, von hier aus könnten wir eventuell schaffen, da an der Seite hochzukommen. Okay, wo ist er? Da unten irgendwo. Und jetzt weg. Im Flug erwischt. Und jetzt nochmal da lang, damit wir auf die andere Seite springen können. Tor. Hat der Aufnahme? Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Okay. Alle Drachen gefunden? Aber noch nicht alle Kristalle. Da sind noch ein paar kleine Kristallchen übrig.
nehmen wir die jetzt so lange. Und noch einer. Und damit ist das Level auch durch. Yay. Einmal nach Hause und dann schauen wir mal, wie weit der Fortschritt in der Artisanenwelt ist. 1000. Okay, 100% abgeschlossen. Hundert. Handbuch. Und alles fertig. Und ich glaube, du hättest jetzt gedacht, dass es direkt schon in die nächste Welt geht. Da muss ich dich leider enttäuschen, denn für diese Aufnahme soll es das mal wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Und dann geht's auch in die nächste Welt. Gesundheit, Spyro. Tschüss.